So, Hallöchen, zu diesem recht unerwarteten Video. Ich weiß, dass ich demnächst irgendwann den Goldbadge kriegen müsste vom Spike. Deswegen habe ich beschlossen, ich starte kurz eine Aufnahme, weil ich heute nicht streame. Ich hatte es eigentlich vor, aber dann war schönes Wetter und ich hatte keinen Bock. Und, you know, wie es halt immer so ist, deswegen habe ich nicht gestreamt. Ich mache das eigentlich nur für den Fall, dass ich jetzt tatsächlich Dingskirchens kriege. Falls ihr euch über meinen Kit wundert, was ich gerade für ein Set auf der Waffe habe und so, und dass ich einen Luna ausgetestet habe. Ich habe ein bisschen mit meinem Team geübt. So, das ist nicht gut genug. Das ist absolut nicht gut genug, Junge. Zö. Puh. Stell dir vor, ich krieg jetzt den Goldbadge. Deins kann ich nicht ordern, die Brille höchstens. Die ist nicht so cool. So, ah, du hast immer das Gute. Du hast seit so langer Zeit immer das Gleiche an. Okay, ich kann die Aufnahme eigentlich abbrechen. Egal. Jedenfalls, genau, ich hatte einfach Spaß, ein bisschen Luna Blaster geübt mit meinem Team. Es war eigentlich relativ erfolgreich, muss ich sagen. Also, da kann ich mich nie beschweren, ne? Kann ich mich überhaupt nicht beschweren? So. Uiuiui. Wir erhalten, ach, mal wieder einen von den Dingern. Und hier sind wir nicht hoch. Ja, das ist Bronze gewesen. Hat leider... Ja, was heißt leider? Wir haben jetzt nicht so super offensiv und stark gespielt oder so. Also da muss jetzt keiner denken, dass wir uns mega ultra angestrengt haben oder so. Okay, ich kriege 3 Ability Chunks. Das will ich mir kurz aufschreiben. Gestern hatte ich Dekoration. Ah ja, okay, ich habe einfach ein paar Mal nicht aktualisiert. Morgen müsste ich Swim Speed kriegen. Okay, pass. Pass. Und dann kriege ich auch 2 Banner nochmal. Ja, wird langsam Zeit, dass ich da mal alle habe hier, ne? Das wird echt, also es ist schon ganz schön dreist, wie lange das alles dauert hier. Unfassbar, ne? Ich weiß gar nicht. Ja, vom Ding her, das ist 3-3, 6-3, 6-6. Da haben wir 5 gewonnen, also 11-6, 12-6, 12-9. Wir waren sogar erfolgreich. Haben wir mit der Ballpen eigentlich 1 gewonnen? Ja, 1, okay. Ja, und hier war die Rotation im Endeffekt Marco Martin Prime Water. Da habe ich gedacht, ne, da machst du nochmal Luna Blaster und... Ja, ich würde mal behaupten, ich hab's noch drauf. Ich hab's noch drauf hier. Man sieht hier schon, wenn ich den Luna, wenn der läuft, ne, dann ist es ganz schön gefährlich für alle Gegner. Egal. So, dann schicke ich noch die Drohne los und dann passt das alles. Und dann habe ich sogar was zum Hochladen. Das wird innerhalb von Sekunden hochgeladen sein, weil basically kein Inhalt drin ist. Aber das ist nicht weiter schlimm. Nächster Stream kommt wahrscheinlich morgen, würde ich mal vermuten, weil Donnerstag kommt keiner. Da besuche ich den Noxtan. Oder er besucht mich, das ist, wissen wir noch nicht. Ich glaube nicht, dass wir das streamen. Vielleicht machen wir uns mal wieder einen schönen Tag. Zeit wird's. Und ja. Dann schicken wir mal die Drohne los. Mehr ist es nicht zu tun, ne? Ich frage mich echt, wie lange das noch dauert, bis ich endlich diesen blöden Goldbadge kriege. Ich will ehrlich gesagt, ich will mittlerweile raus aus Inkopolis. Nichts für ungut, kleine Stadt. Du bist schön und alles, aber ich will wieder in die eigentliche Stadt. Ich bin jetzt bald 100 Tage hier. Okay. Dann habe ich... Nee, ich wollte noch in die Shops reingehen. Oh, mal anderes Zeug. Das ist ja verrückt. Weiß nicht wieso, aber das andere Ding brauche ich so gut wie nie. Muss ich nicht haben. Das wären 30.000er. Das wären 30.000er. Das auch. Ja, okay, die ist nicht so cool. 30. Oh, es wird schon wieder teuer. Oh nein. Oh, oh, das ist mein neues Main Gear. Das muss ich upgraden. Leute, was ist das? Wenigstens keine Schuhe zu meinem neuen Main Gear. Auch so nix, ne? Okay. Ja, da geht's dahin, mein Geld, ne? Aber hey, es ist Anarchy und 4 Sterne ist schon mal gut. Jetzt brauche ich nur noch einen, dann bin ich mit dem Ding auch schon wieder fertig. Ich find's cool, immer wenn ich mich auf Main Gear festgelegt habe, wechsle ich's. Es ist, ja. Normale Menschen würden das nicht tun. So. Okay, gut. Aber mehr ist es gar nicht. Tatsächlich. Heute ist übrigens der Tag, an dem der Skandal um Destiny Cast hochgekocht ist. Also, heute ist der Dienstag.
Am Montag ist es ja veröffentlicht worden. Da habe ich ja auch gestreamt. Das habe ich aber nicht weiter thematisiert im Stream. Ich glaube nicht, dass meine Meinung da relevant ist. Deswegen werde ich mich wahrscheinlich nicht weiter dazu äußern. Fakt ist auf jeden Fall, dass da sehr viel dahinter stecken muss. Wenn es in der Zeit steht, das ist eine sehr ernstzunehmende deutsche Zeitung, die veröffentlichen nicht einfach so Dinge. Das ist natürlich kein Schuldspruch, das heißt nicht, dass es definitiv so ist. Aber das heißt, dass da an den Sachen schon was dran sein muss. Also nicht was dran sein muss, aber es muss heißen, dass das schon sehr überzeugend ist. So muss ich sagen. Das heißt nicht, dass was dran ist. Sondern es heißt, dass das, was da vorgetragen wurde, um diesen Artikel zu schreiben, sehr überzeugend war. Gut. Dann habe ich auch schon alles getan, was ich tun wollte. Ich werde, wie gesagt, heute nicht streamen, weil, naja, ich weiß nicht, es war einfach schönes Wetter und dann, weil ich eh noch einen Scrim hatte, ich wollte jetzt nicht den reinen Scrim. Also wir hatten nicht mal mehr einen Scrim, wir haben einfach gechillt in Open. Und das hat Spaß gemacht und alles, aber es war jetzt nicht sonderlich ernst und so. Und wir haben dann auch über die Destiny-Cast-Sache geredet und da sind auch Sachen gesagt worden, die man jetzt nicht unbedingt im Internet hören muss. Ja. Ist halt gerade das heiße neue Thema und von daher ist ganz gut, dass es auch dieses Mal nicht live war. Genau. So. Okay, mehr ist es nicht. Wie gesagt, meine Gedanken sind bei den Opfern mehr oder weniger. Ich finde das sehr beeindruckend, dass die Leute tatsächlich bereit oder dass tatsächlich da die Bereitschaft da war, an die Öffentlichkeit damit zu gehen. Das ist sehr wichtig. Ich finde es auch gut, dass Snowpoke, die wahrscheinlich die meisten hier gar nicht mehr kennen, das war bis 2021 eine sehr populäre deutsche Streamerin, die aber auf Englisch gestreamt hat, so ähnlich wie Watson. Und die schon seit Jahren für eine sichere Community eintritt. Und die hat sich jetzt im Endeffekt die letzten 2 Jahre um die Opfer gekümmert, hat denen dabei geholfen, die Anzeige bei der Polizei vorzubereiten und alles. Also die hat wirklich sehr viel dafür gegeben, dass die Leute sicher sein können. Und das ist hier hoch anzurechnen. Genau. Wie gesagt, ob am Ende was dran ist, mag mal dahingestellt sein. Aber es gibt jetzt mehrere Leute, die schon sagen, sie haben die Beweise gesehen und halten die für sehr belastend. Und von daher ist die Wahrscheinlichkeit schon da, dass da auch was dran hängt. Aber natürlich offiziell darf nur ein Richter schuldig sprechen. Deswegen sage ich, muss ich auch ganz klar darauf hinweisen, auch wenn ich vermute, dass was dran ist, heißt das nicht, dass es auch wirklich so ist. Genau. So. Ja. Ich will außerdem, ich weiß, da habe ich eigentlich nichts mit zu tun, aber ich möchte ausdrücklich dagegen davor warnen, dass Leute jetzt seine Freundin angehen. Diese Lara heißt sie. Man weiß nicht, ob sie eine Rolle gespielt hat. Das sind bisher alles Anschuldigungen nur gegen ihn. Und ich weiß von Leuten, dass die gesagt haben, als 2021 schon mal Anschuldigungen gegen ihn veröffentlicht worden sind, dass sie trotzdem gesagt hat, ja, selbst wenn es so wäre, wäre es mir egal. Ich weiß, das klingt dumm. Aber wenn du einen Freund hast seit Jahren und der dir hoch und heilig verspricht, dass das nicht stimmt, was da gezeigt wird, dann kann es durchaus sein, dass du nicht der Öffentlichkeit glaubst, sondern deinem Freund. Und dann kann es durchaus auch sein, dass so eine Aussage nur aus Trotz gemeint ist und sie durchaus, sage ich mal, Schluss gemacht hätte und halt Schritte in Erwägung gezogen hätte, wenn es sich doch als wirklich wahr herausgestellt hat. Dieses Mal ist es definitiv in der Realität angekommen. Also wirklich definitiv. Und es kann durchaus sein, dass das für sie ein Aufwachmoment ist und sie gerade merkt, dass sie vor einem Scherbenhaufen steht. Sie hat niemanden attackiert. Sie hat vielleicht, also ja, ihre Äußerungen waren ungünstig. Sie macht auch einen eher wenig erwachsenen Eindruck, was es nochmal umso schlimmer macht, die ganze Situation. Aber trotzdem hat sie niemandem wehgetan und ihr wisst nicht, wie es ihr gerade geht. Ich meine, sie hat selber noch geschrieben, dass irgendwie ein naher Verwandter vor kurzem auch noch verstorben ist. Also da dürfte die Stimmung eh nicht so hoch sein. Und wenn jetzt noch das rauskommt und die Polizei hat eine Hausdurchsuchung gemacht, es ist definitiv bei ihr in der Realität angekommen, dann kann es wirklich sein, dass für sie gerade die komplette Welt wirklich alles zusammengebrochen ist. Und da muss man nicht nachtreten. Also ich bitte euch, das zu respektieren. Sollte sich irgendwann rausstellen, dass sie da fleißig mitgemacht hat oder so, was ich für sehr unwahrscheinlich halte,
klar, dann kann man immer noch schimpfen. Wie gesagt, es kann durchaus auch sein, munklich mal, dass sie vielleicht aktuell dann auch ihre Beziehung mit ihm komplett überdenkt und sich fragt, ob sie selber auf ihn reingefallen ist. Das ist Spekulation, dafür gibt es keine Anhaltspunkte, keine Beweise. Aber wie gesagt, man weiß nicht, wie es ihr geht und ich muss daher dazu aufrufen. Auch wenn, wie gesagt, sie sich mehrfach dumm geäußert hat, sie mehrfach sehr ungünstige Aussagen in der Öffentlichkeit getroffen hat, lasst sie bitte in Ruhe. Ja, sie kann da auch nichts dafür und wahrscheinlich, möglicherweise, nicht wahrscheinlich, aber möglicherweise ist gerade für sie die komplette Welt in Scherben. Das ist etwas, wo man jetzt als Öffentlichkeit nicht nachtreten muss. Gut, das wollte ich noch sagen. Ansonsten, ja, die ganze Situation ist einfach schrecklich und wir haben als Community eine große Verantwortung. Das ist jetzt in der Zeit. Es wird sehr viele Menschen geben, die das lesen, die nichts mit unserer Community zu tun haben. Es wird sehr viele Menschen geben, die jetzt auf unsere Community schauen und gucken, wie wir reagieren. Und da ist es extrem wichtig, dass wir als Community keinen Scheiß bauen. Sonst fällt das alles auf uns zurück. Dann sind wir halt alle diese Kindervergewaltiger, die so schlimm sind. Okay? Und das sind wir nicht. Wir sind eine coole Community. Wir sind sehr nett. Wir sind inklusiv. Wir unterstützen Trans Rights. Es wäre sehr schlecht, wenn wir jetzt irgendeinen Fehler machen und damit in der Öffentlichkeit komplett an den Pranger stehen. Also uns selber an Pranger stellen, mehr oder weniger. Das soll nicht passieren, deswegen geht besonnen vor, geht mit Bedacht vor. Was da passiert ist, ist schlimm, aber wir haben Strafverfolgungsbehörden, wir haben eine Staatsanwaltschaft, die das jetzt verfolgt. Wir werden vertrauen müssen, dass die die richtigen Schritte machen, dass sie die Wahrheit ans Licht bringen und dass sie ihr Bestes geben, um möglicherweise zukünftige Opfer zu schützen, die dadurch nicht mehr zu Opfern werden, sondern beschützt sind. Das ist alles, was ich dazu zu sagen habe. Jetzt habe ich doch drüber geredet. Wie gesagt, was da passiert ist, ist schlimm. Ich habe diesen Artikel gelesen und musste kotzen. Dann habe ich Hübis Video gesehen, wo zusätzlich auch noch Auszüge gezeigt werden. Hübi ist an die Beweise gekommen, weil Watson als Unterstützung, als Zeuge mehr oder weniger unterstützt hat und er dann den Kontakt zu Hübi hergestellt hat, denn Watson ist Teil des Netzwerks von Hübi. Das heißt, die haben sehr gute Kontakte und darüber ist der Kontakt zu Jungle gekommen, sodass Hübi auch Einsicht in die, ich sag mal, Beweise gehabt hat. Er hat ein paar davon öffentlich gezeigt in seinem Video. Es ist einfach nur widerlich. Und ich habe da eigentlich keine Worte für, außer dass ich absolut angewidert bin. Ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn nie groß verfolgt. Ich habe mal ein paar Videos damals geschaut, als ich noch ganz am Anfang von Splatoon 2 war. Mit 200 Stunden in Splatoon 2, wo ich im Endeffekt dann mal wissen wollte, wo diese ganzen CST-Leute herkommen. Weil ich halt damals in meinen Streams andauernd Leute mit diesem CST-Tag hatte und nie wusste, was das jetzt sein soll. Und daher habe ich ein paar seiner Splatoon 1 Videos geschaut. Wenn man sich überlegt, dass das damals schon scheinbar so lief, ist das einfach nur schockierend. Und ja, es gibt nicht mehr dazu zu sagen. Geht besonnen vor. Wir als Community, auf uns schaut gerade ein sehr viel größerer Teil Deutschlands als bisher. Wir müssen uns ordentlich und erwachsen verhalten. Ansonsten wird das sehr ungut ausgehen. Ich meine, so kleine Sachen wie, dass man sich Domtendo verprellt hat oder dass man mit Hübi nicht mehr ganz so gut ist, das ist vergleichsweise klein. Das hier ist deutschlandweit. Das hier sieht man. Das hier sehen Leute, die nichts mit Gaming zu tun haben. Von daher kann, wenn wir als Community jetzt scheiße aussehen, dann wird das größere Auswirkungen haben und das will keiner hier. Wir wollen, dass unsere Community als das erkannt wird, was sie ist. Nämlich ein guter, freundlicher Platz, der auch Minderjährige beschützt, der dafür sorgt, dass sich jeder sicher fühlen kann und der auch ordentlich gegen solche Vorwürfe oder gegen solche, ich sag mal, ja, was heißt Vorkommnis, aber halt gegen Straftaten und es ist mehr als eine Grenzüberschreitung, aber ihr wisst, was ich meine, gegen Grenzüberschreitungen von Leuten vorgeht und gerade auch die jüngeren Mitglieder beschützt. Das müssen wir jetzt zeigen und ja, ich wiederhole mich zum dritten Mal, zum vierten Mal. Ich denke, ich bin fertig. Danke, dass ihr geschaut habt. Habt einen schönen Tag. Bye, bye. Und bis bald.